Moin Moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt und zwar mit dem Blockbuster Event Teil 2 und da geht's weiter mit draufgeschlafen. Wir haben so viele Überlebende gerettet, dass nun die Betten knapp werden. Durchsuche das Gebiet nach geeigneten Matratzen. Da müssen wir 15 Matratzen sammeln und diese Matratzen kann man hier schon so sehen. In den überlebenden Bunkern liegen die. Teilweise gibt es die, glaube ich, sogar gestapelt. Und die muss man dann einfach zerklopfen und dann kommt da so ein Sammel-Item raus. Zack, eine Matratze gesammelt. Wie spannend! Unser Auftrag besteht darin, Leute zu retten. Und in letzter Zeit gibt es viel Rettungsarbeit zu tun. So viele Leute wurden aus Gebieten um den Krater gerettet und geht bald der Platz aus. Diese Matratze ist perfekt. Nur ein winzig kleiner Fleck an einem unscheinbaren Ort. Suche noch weitere Matratzen. Das machen wir. So, müssen wir mal ein bisschen rumgucken. Ich werde das dann auch ein bisschen zusammenschneiden, damit ihr nicht irgendwie die ganze Zeit zugucken müsst, wie ich die ganze Stadt absuche. Sonst dauert das wahrscheinlich eine Stunde. Aber hier im Haus scheint auch eine zu sein. Allerdings eine Etage höher. Mal hier in die Wand reinhacken. Ne, da ist ein Serverschrank. Das ist meine Daily Quest. So, hier habe ich eine Gefängniszelle gefunden. Das ist hier die Polizeistation. Und hier sind diese Gefangenen-Klappbetten an der Wand. Und die zählen scheinbar alle als Matratze. Das ist auf jeden Fall ein guter Ort, eine Polizeistation mit Gefängniszellen. So, dann gucken wir mal. Da kam nichts raus. Die haben nämlich keine 100% Chance. Aber hier kam wieder eine raus. Eine Matratze. Die ist doch mal ganz gemütlich hier. Da war nichts drin. Eine Koje bereit, belegt zu werden. Und da auch nicht. Ja, da brauchen wir ein paar Matratzen mehr, bis man die 15 zusammen hat auf die Art und Weise. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich sammle und dann schneiden wir das ein bisschen zusammen und dann können wir gucken, wo überall gibt es eigentlich Matratzen. Okay, hier haben wir die Feuerwehrstation und wie man schon auf der Minimap oben rechts sehen kann, sind hier 6 oder 8 Ausrufungszeichen im Haus. Hier scheint es also eine Menge Matratzen zu geben. Chancen zumindest auf Matratzen. Da werden wir jetzt mal hochgehen in die Schlafräume der Feuerwehrleute und gucken, ob wir da Erfolg haben. Auf jeden Fall, große Feuerwehrstation ist auch ein guter Ort für Matratzen. Hier, gleich 2 Stück. Die Betten geben Matratzen. Und da kommt auch schon eine raus. Diese Matratze ist toll. Dreh sie einfach um und sie ist so gut wie neu. Such weiter. Das nächste Schlafzimmer. Kommt aber nichts raus. So, hier haben wir gleich 3 Betten. 3 Chancen. Super gemacht. Habt ihr dieses Geplapper eben gehört? Da war auch ein Untertitel, unverständliches Geplapper. Das ist irgendwie neu seit dem letzten Update. Das sind irgendwelche Funkdurchsagen oder Radiodurchsagen. Da bin ich auch mal gespannt, wozu das gut sein soll. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt oder falls ihr das Geplapper genauer verstanden habt, schreibt mir ruhig mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ich glaube, das wird eine Ankündigung sein für demnächst folgenden Content. Bin ich mal gespannt. Vielleicht kann der einer mal genau rauskriegen, was da gesprochen wird. Auf jeden Fall gibt es hier noch mehr Matratzen. Schöner Fund. Wer wird es auf den Berg der Gemütlichkeit? So flauschig. So flauschig. Wird man die Matratzenquest überwachen, dann können wir besser sehen, wie viel wir schon haben. So, normalerweise würde ich das hier alles looten, das tue ich euch jetzt nicht an. Ich laufe gleich mal die nächste Etage hoch und hier haben wir mehr Betten.
Okay. Ein Fenroy. Habe ich verstanden. Und eure Zeit ist gekommen. Und irgendwer hat gesagt, Fenroy sollte weniger Kaffee trinken. Was immer das bedeuten soll. Auf jeden Fall haben wir hier mehr Matratzen. Diese Matratze hat zwar schon bessere Zeiten gesehen, aber in der Not frisst der Teufel Fliegen. Wenn sie nicht komisch riecht, dann gehört sie uns. Ja, das kann Ray als Roboter bestimmt gut beurteilen, ob die Matratze komisch riecht. Eine gute Bettenjagd. Glücklicherweise hatten alle Betten bisher die gleiche Größe. Ich meine, wenn die einen groß und die anderen klein wären, wie entscheidet man dann, wer wo schlafen soll? Sollen sich die Leute ein Bett teilen? Das wäre schwierig. Halte Ausschau nach Betten. Das mache ich. Mehr Betten. Ich werde jetzt einfach mal hier am Himmel entlang Wege bauen und einzelne Häuser ausprobieren. Hier oben ist kein Bett, nur ein Serverschrank. Hier unten gibt es irgendwo Betten, glaube ich. Auf jeden Fall gibt es hier Serverschränke. Nächste Haus. Hier gibt's Bett. Da ist schon das nächste. Ohne Matratze. Eins unten und eins oben. Andere Tür reingehen. Allerdings kompliziert geschnitten das Haus. Ich vermute hier hinter der Wand. Da. Ups, da war sie schon. Jeglicher Unannehmlichkeit entgegenzuwirken, sollten wir alle Betten zusammenschieben. Damit alle in einem einzigen großen Megabett schlafen. Verstehst du? Keine Konkurrenzkämpfe, keine Streitereien. Einfach perfekt. Halte nach weiteren Betten Ausschau, um das Megabett noch größer zu machen. Irgendwo braucht hier jemand Hilfe. Hier unter scheint irgendwas zu sein, wo Betten drin sind. Ah, da. Eine weitere Gefängniszelle. Aber was für eine komische Gefängniszelle. Die hat gar keine Tür. Also, kleine Polizeistation mit Parkplatz. Hat geheime Gefängniszellen. Das ist hier wahrscheinlich so ein Kriegsverbrecher-Geheimgefängnis oder sowas. Ohne Eingang. Alles zugemauert. Aber hier gibt's vier Betten. Und Matratzen. Ich habe die Megabett-Idee in der Heimatbasis vorgestellt. Das kam nicht so gut an. Nee, so eine Megabett-Idee finde ich auch nicht so praktisch. Alle in einem Bett mit Hunderten von Überlebenden. Weiter mit der Suche. Ich glaube, die Idee setzt sich nicht durch. Hier drüben! Hilfe! Ah, da auf dem Dach sitzt sie. Pass bloß auf! Ziel erledigt!
Danke. So, Frau gerettet nebenbei. Suchen wir nach mehr Matratzen. Hier im Haus gibt's was. Dieser Wand. Da. Ist eine Niete. Und irgendwo oben ist noch was. Noch weiter oben. Hier schläft jemand in der Bücherei. Hinter dieser Wand. Nachbarwohnung. Hallo Nachbar, wir kommen, um Ihr Bett zu durchsuchen. War auch nichts drin. Schade eigentlich. Schauen wir mal weiter. Haus hatten wir schon. Hier ist eine Kneipe, da schläft wohl niemand. Hier im Haus ist was. Irgendwo weiter oben. Diese Etage, ups, runtergefällt. Hier liegt auch eine Matratze im überlebenden Versteck. Oh, da ist noch eine drin. Oh, sieh dich an, Meister der Betten. Kleiner Tipp, falls ihr das eben gesehen habt, wenn so ein Fernseher oben auf dem Serverschrank draufsteht, haut erst auf den Fernseher und dann auf den Serverschrank, dann kriegt er aus beiden eventuell Schrauben raus. So, das war schon die einzige Matratze in diesem Haus. 11 haben wir schon von 15, 4 noch. Das Haus hatten wir auch schon. Irgendwo muss es hier noch ein paar Betten geben. Feuerwache, die hatten wir schon. Hier sind sogar zwei Feuerwachen. Haben wir die beiden schon? Ne, hier sind auch noch Betten. Hier brennt es wohl ziemlich häufig. Hier gibt es gleich zwei Feuerwachen in der Stadt. Ein ganzer Schlafsaal hier. Nummer 12. Diese weichen, flauschigen Matratzen machen mich so. Oh, ja, ganz gemütlich. Da werden selbst die Roboter müde. Man sollte meinen, dass Federn in einen Bezug gestopft schon als Bett dienen können. Das funktioniert aber nicht. Hol noch mehr Matratzen! Das machen wir. Mehr Matratzen braucht die Heimatbasis. Zwei noch. Gibt es auch mehrere Autohändler. An Autohändlern und Feuerwehren mangelt es hier nicht. Hier gibt es noch Betten. Da, Nummer 14. Bald können wir eine großartige Pyjama-Party in der Heimatbasis veranstalten. Eine noch. Eine einzige noch. Und hier ist noch ein Klappbett. Und da ist die letzte Matratze. Auf zur Pyjama-Party. Hervorragend, das sollte reichen. Jetzt hat jeder in der Heimatbasis ein Bett. Wir machen die Nacht durch, essen Snacks und erzählen uns Gruselgeschichten. Genau genommen ist es da draußen schon gruselig genug. Vielleicht sollten wir lieber fröhliche Geschichten erzählen. Über Häschen oder Marshmallows oder Marshmallow-Häschen. Tolle Arbeit! Alle Schlafmützen in der Heimatbasis richten dir ihren Dank aus. So, Marshmallow-Häschen. Geschichten, das ist sicherlich sehr erstrebenswert. Bin ich schon ganz gespannt drauf, wenn Ray diese Geschichten erzählt. So, ich mache jetzt noch hier kurz diese Sturmkiste. Dazu reiße ich mal hier ganz kurz ein bisschen was von dem Haus ab.
auch noch so ein kleiner Trick. Wenn ihr einen Soldaten habt mit Maschinengewehr und euch steht ein Haus im Weg, mit dem Maschinengewehr, mit der Minigun, kann man das wunderbar verkleinern. So, dann fange ich hier mal an. Shanaira ist auch schon da. Aber auch bei den Sturmkisten gibt es nochmal einen kleinen Trick, zumindest momentan. Nämlich einfach diese Kampfroboter. Die sind zurzeit ein bisschen overpowered, sprich übermächtig. Und die machen so eine Sturmkiste, wenn es zwei oder drei Roboter sind, fast alleine. Ja. Braucht man nicht so viel machen. Was nicht heißen soll, dass ihr Sturmkisten unbedingt alleine machen solltet. Das ist immer ziemlich unnett, wenn man Sturmkisten macht und der Gruppe nicht Bescheid sagt. Lieber immer alle zusammenrufen, auch wenn man mal einen Moment warten muss. Das ist irgendwie netter und dann kriegt jeder was ab. Da liegt noch eine Schredder an der Erde. Okay, aber das war das erstmal mit den Matratzen. Jetzt können wir alle gut schlafen gehen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was diese merkwürdigen Funkdurchsagen anbelangt oder genauer verstanden habt, was der Text davon ist, schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Und dann, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert haben solltet, da unten ist der Knopf. Hier geht es dauernd um Fortnite, Rette die Welt, aber auch um Wirtschaftssimulationen, Strategiespiele, Aufbauspiele. Wenn euch sowas gefällt, könnt ihr ja mal überlegen, ob der Abo-Knopf was für euch ist. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao, ciao, euer Zapp.